International. Guten Tag, heute im Studio Kai Zeisberg. Nachrichten. Wirtschaft. Wachstumsprognose der Europäischen Kommission für die Slowakei. Parteiaustritt. Liberale Europaabgeordnete zieht Konsequenzen. Corona. Wissenschaftler bestätigen tschechoslowakische Mutation. Die Impfung gegen Covid-19 und die schrittweise Lockerung der Schutzmaßnahmen dürften einen starken Anstieg des slowakischen Wirtschaftswachstums ermöglichen. Das BIP-Wachstum wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 voraussichtlich 4% erzielen, wobei die Slowakei bis Ende dieses Jahres das Produktionsniveau wie vor der Pandemie erreichen könne. Bis 2022 soll das BIP-Wachstum 5,4% betragen. Dies geht aus der Winterprognose für 2021 hervor, die am Donnerstag von der Europäischen Kommission veröffentlicht wurde. Nach einer starken wirtschaftlichen Erholung im dritten Quartal 2020 hat die zweite Welle der Pandemie die Wirtschaft in der Slowakei zum Jahresende gedämpft, was zu einem Rückgang des BIP um 5,9% gegenüber 2019 führte. Die Slowakei dürfte somit zusammen mit Malta im nächsten Jahr das höchste BIP-Wachstum unter den 27 EU-Ländern verzeichnen. Die slowakische Europaabgeordnete Lucia Djuric-Nikolsonova verlässt ihre Partei Sloboda a Solidarita, Freiheit und Solidarität. Am Montag hatte sie auf einer Pressekonferenz angeführt, die Slowakei habe durch Passivität der zuständigen Ministerin für Investitionen, Regionalentwicklung und Digitalisierung, Veronika Remišová, angeblich 1 Milliarde aus den Eurofonds unwiederbringlich verloren. Diese Behauptung hat sich unterdessen als offenbar unzutreffend herausgestellt und wurde sowohl von Remišová als auch von der Europäischen Kommission dementiert. Nun möchte Djuric-Nikolsonova mit ihrem Parteiaustritt die ohnehin angeschlagenen Beziehungen innerhalb der Regierungskoalition, an der die SAS beteiligt ist, wieder beruhigen. Der stellvertretende SAS-Vorsitzende, Bildungsminister Branislav Gröling, teilte im sozialen Netzwerk mit, er bedauere die Entscheidung, respektiere sie jedoch. Slowakische Virologen und Biochemiker haben eine neue Variante des Coronavirus mit der Bezeichnung B1258 bestätigt. Die Forscher unter anderem vom Biomedizinischen Zentrum der Slowakischen Akademie der Wissenschaften und der Firma Multiplex DX sprachen von einer tschechoslowakischen Variante. Sie sei in der Slowakei und in Tschechien stark vertreten, verbreite sich aber auch rasch in Ländern wie Schweden, Polen, Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Island. Es gebe Hinweise darauf, dass diese Mutation unabhängig von der englischen Variante B117 aufgetreten ist. Der Stamm, der seit August 2020 im Umlauf sein soll, sei mit einer erhöhten Infektiosität und Unterdrückung der körpereigenen Immunantwort verbunden. Die höhere Viruslast beeinflusse auch die Schwere und den Verlauf von Covid-19-Erkrankungen. Weitere Informationen zu den aktuellen Corona-Zahlen in der Slowakei auf unserer Internetseite dersi.rtvs.sk. Das slowakische Hydrometeorologische Institut warnt weiterhin vor Schneeverwehungen, die vor allem in der Ostslowakei und in Teilen der Mittelslowakei die Verkehrssituation bedrohen können. Besonders problematisch sei die Situation insbesondere in den Landkreisen Spišská Nová Ves, Gelnica und Košice. In einigen Bergregionen kam es bereits zu Unterbrechungen der Stromversorgung durch umfallende Bäume oder herabfallende Äste. Außerdem wird vor Lawinengefahr in der Hohen Tatra gewarnt. Die Meldungen stammen von der slowakischen Presseagentur TASR sowie den TV-Nachrichten Spravi RTVS. Tagesthema. Mehrere Bürgermeister dörflicher Gemeinden aus dem Umland der Hauptstadt führen einen ungleichen Kampf gegen das willkürlich boomende Baugeschehen. Einige wurden bereits bedroht. Das Polizeipräsidium hat nach einem Treffen mit den Bürgermeistern des Landkreises Malacky und dem Vorsitzenden der Region Bratislava, Juraj Droba, angekündigt, eine Sonderermittlungskommission einzurichten, um die mafiösen Strukturen zu zerschlagen. In der Gemeinde Marianka wurde im Vorjahr das Auto des Bürgermeisters Dusan
von Staatello angezündet und während der Ballveranstaltung der Gemeinde mit einem Bombenanschlag gedroht. Zudem bekamen seine Familienmitglieder Drohbriefe. Vor einigen Tagen haben Unbekannte seinen Pferdestall in direkter Nähe des Wohnhauses abgebrannt. Inzwischen möchte er auf sein Amt verzichten. 2 Jahre lang unter solchen Bedrohungen zu leben, ist nichts Angenehmes. Über ähnliche Probleme berichtet auch Ljubosz Trudon, Bürgermeister der Gemeinde Losorno. Jemand hat mein Auto mit Säure übergossen. Mir war sofort klar, dass der Angriff mir als Bürgermeister galt. Das sind keine vereinzelten Vorfälle. Dem Vizebürgermeister wurde schon 3-mal das Tor aufgebrochen. Nach dem Treffen mit den Behördenvertretern zeigen sich die Bürgermeister zuversichtlich und hoffen, dass die Einbeziehung der nationalen Kriminalagentur Ergebnisse bringen könnte. Der Bürgermeister der Stadt Stupava, Peter Novisedlak, befürchtet allerdings einen Präzedenzfall, nämlich, dass die tätlichen Angriffe etwa auf das Eigentum des Bürgermeisters von Marianka und sein Rückzug aus der Kommunalpolitik gewisse unlautere Bauunternehmer dazu verleiten könnten, sich auf solcherlei Art und Weise unbequemer Bürgermeister zu entledigen, um ihre kriminellen Pläne auch gegen die Vorgaben der Raumordnungs- und Bebauungsvorschriften in den besonders attraktiven hauptstadtnahen Gemeinden durchzusetzen. Laut Polizeisprecherin Denisa Bardiova könne man momentan aus ermittlungstaktischen Gründen noch nichts zu den Details der Untersuchungen und den weiteren Schritten sagen. Willkommen beim Freitagsmagazin von Radio Slowakei International. Schön, dass Sie wieder auf unserer Welle sind. Heute werfen wir einen Blick auf die Propagandakunst des Totalitarismus und deren unheimliche Parallelen zu heutigen Phänomenen wie Hoaxes und antidemokratischen Tendenzen. Und zwar in Form eines aktuellen Projekts der Slowakischen Nationalgalerie. Und danach unternehmen wir einen architekturgeschichtlichen Rundgang durch die erste Großwohnsiedlung Bratislavas, die sogenannte Februarka. Wollen wir auch schon loslegen. Marianne der Ball am Mischpult und Jürgen Renner Mikro wünschen gute Unterhaltung. Radio Slowakei International. Eine Menschenmenge, die fahnenschwingend auf einer Treppe steht, den Weg mit Blumen sieht und einem Mann zujubelt, der wie eine Lichtgestalt in der Mitte steht. Danksagung des tschechoslowakischen Volks an den Genossen Generalissimo Stalin ist der Titel dieses monumentalen Gemäldes aus dem Jahr 1953. Später ist das Werk verschwunden und gilt heute als unauffindbar. Erhalten geblieben sind nur ein paar Repliken davon. Eine davon wurde zur Vorlage für den Künstler Marcel Mališ, der nun in der slowakischen Nationalgalerie SNG eine Kopie davon anfertigt. Der Künstler begann im November mit den Arbeiten am monumentalen Gemälde, das fast 9 x 8 Meter misst. Seine Konturen sind bereits als Zeichnung erkennbar. Den künstlerischen Teil der Arbeit habe ich bereits abgeschlossen. Der Prozess, in dem wir jetzt stehen, ist rein handwerklicher Natur. Nun geht es schlicht darum, das Ganze mit Ölfarben abzumalen. Und dabei manövriere ich mich mit Hilfe einer Arbeitsbühne. Das Gemälde ist Teil einer kunstwissenschaftlichen Expedition der Slowakischen Nationalgalerie, die über mehrere Etappen führen soll. Expedition deshalb, weil es sich weder um eine Ausstellung im engeren Sinn, noch um eine rein malerische Aktion handelt, aber auch, weil man sich noch offen halten wollte, wohin die Reise letztlich führen soll. Die SNG-Direktorin Alexandra Kusa: Das Thema steht in Verbindung mit Propaganda, Hoaxes, mit dem postfaktischen Zeitalter und erscheint damit plötzlich sehr aktuell. Auch die Fragen zum Totalitarismus sind heute sehr aktuell, besonders wenn von erschöpften Demokratien die Rede und die gesellschaftliche Diskussion voll von großen Worten ist. Dazu weckt das Bild viele Erinnerungen. Ich bin aber auch überzeugt, dass es als Gemälde auch vielen Menschen gefallen wird. Und damit drängt sich
auch die Frage danach auf, was eigentlich dahinter steckt. Diese Gemälde eröffnen eine ganze Bandbreite verschiedener Themen, auf die man reagieren kann. Mich